willkommen. Wir sind bei Donnerstag, 19. Januar 2023. Sonne, Merkur, Pluto im Steinbock. Alles jetzt vorläufig, Gott sei Dank, aber man sollte immer noch langsam machen. Merkur braucht ein bisschen Zeit, bis er dann tatsächlich so seine Umlaufbahn erreicht hat. Der Mond befindet sich im Schützen, was optimistisch gestimmt macht, offen und kommunikativ. Man sollte natürlich nicht übertreiben. Das ist so bis circa 7:45 heute Abend. Dann wechselt der Mond in den Steinbock. Bedeutet auch wieder Pragmatismus, Langsamkeit, aber es bedeutet auch ja Verlässlichkeit, gut überlegen und eben auch erfolgreich vorangehen. Das sollte man auf jeden Fall beibehalten. Die Venus haben wir im Wassermann, Freiheitsgedanken. Den Mars haben wir in den Zwillingen, kann für ein bisschen Stress sorgen, dass ein bisschen viel los ist oder dass viele Leute was von einem wollen. Das ist aber nicht dramatisch. Wichtig ist, dass man die Nerven bewahrt, ruhig reagiert. Denn gerade wenn es stressig wird, braucht man eine gute Übersicht. Ich wünsche dir und euch einen schönen Tag und dann schauen wir, was die Karten sagen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind heute bei Donnerstag, 19. Januar 2023. Sonne, Merkur und Pluto im Steinbock, alles vorläufig. Mars in den Zwillingen, auch vorläufig, Gott sei Dank. Die Venus im Wassermann und wir haben natürlich Jupiter im Widder. Heute haben wir den Mond, ja, bis ungefähr 7:45 heute Abend noch im Schützen. Dann wechselt der auch in den Steinbock. Natürlich Pragmatismus, Erdenergie brauchen wir auch. Und man sollte eben nichts überstürzen, gut überlegen. Das gilt fürs ganze Jahr, nicht nur für heute und so, sondern für länger. Ja, schauen wir uns an, was wir für den Widder an diesem Donnerstag so haben. Illusion. Neptun ist in den Fischen. Ja, Illusion. Geselligkeit, Miteinander, Gesellschaft. Und die Sonne, positive Energie, man kommt gut miteinander aus oder ich sag mal, Geselligkeit ist da, das ist sehr optimistisch, sehr positiv. Man sollte aber, glaube ich, mit der Illusion hier nichts übertreiben, also auch nicht zu, ja sagen wir mal, zu idealistisch vorgehen, also irgendwie die Dinge rosarot sehen. Mit Neptun kann es leicht dazu kommen, dass man eben Dinge übersieht. Und deswegen finde ich die 4 der Schwerter ganz gut. Bei allem Optimismus, bei allem Vorankommen und bei allen guten Ideen immer mal wieder ja, sich umschauen, gucken, ob man alles mit berücksichtigt hat, ob man alles ja, einbezogen hat, auch die Mitmenschen. Wir haben ja hier Geselligkeit. Vielleicht ist es auch so ein bisschen der schöne Schein, ja, dass man eben nicht irgendwas sich selber vorgaukelt oder vorgegaukelt bekommt. Das kann natürlich auch sein, dass man da ein bisschen achtsam ist. Bei aller schönen Energie, die dir auch von Herzen gegönnt ist, man sollte hinter die Kulissen gucken. Und das geht eben nur mit Sensitivität, mit Intuition, Bauchgefühl. Und deswegen geh da einfach langsam ran, aber genieß es parallel. Ja? Hab einen schönen Donnerstag und wenn du magst, bis morgen. Ein herzliches Willkommen, lieber Stier. Wir sind bei Donnerstag, 19. Januar 2023. Sonne, Merkur, Pluto, wie gehabt, im Steinbock. Jetzt ist natürlich, Gott sei Dank, Merkur wieder vorläufig. Und es kann losgehen, aber auch gut überlegt, gut bedacht. Und natürlich verlässlich und langfristig. Also man sollte nicht so hastig vorgehen. Mit Mars in den Zwillingen kann es schon ein bisschen heiß hergehen. Da ist vielleicht viel los und so weiter. Ja, lass dich davon nicht beirren. Wir haben den Mond im Schützen, da ist auch Optimismus, positive Energie. Venus im Wassermann kann ein bisschen eigenwillig machen, sodass man ja so ein bisschen egoistisch rüberkommen kann, obwohl das vielleicht gar nicht so gemeint ist. Ja, und dann haben wir auch gute Energien, natürlich mit Neptun in den Fischen, der dich unterstützt. Der Jupiter im Widder kann natürlich dafür sorgen, auch deine sture Seite hervorzuholen. Schauen wir mal, was wir heute für den Stier haben. Kommunikation, Austausch, Gespräche. Wir haben Sorgen. Also man spricht über Sorgen oder man bekommt was erzählt in Bezug auf Sorgen und Nöte. Und jetzt ist da irgendwie Strategie notwendig. Es bedeutet, dass man vielleicht erstmal dem anderen, den anderen zuhört oder eben ja jemandem seine Sorgen und Nöte erzählt, damit man eine Strategie findet, sowohl für den einen als auch für den anderen. Also entweder von deiner Seite oder von Seiten deines Gegenübers.
Also du sollst das nicht für dich behalten, aber du musst natürlich sehr wählerisch sein, wem du was erzählst. Der König der Schwerter ist klar jemand, der Ratschläge gibt. Es ist vielleicht auch ein Vorgesetzter, den du um Rat fragst, wie du weiter vorgehen sollst. Es ist jemand, der dir eben auch unverblümt die Wahrheit sagt. Das kann manchmal auch treffen, aber es ist wichtig, die Dinge zu sehen, wie sie sind. Natürlich keine kurzfristigen Entscheidungen zu treffen und kurzfristig zu handeln, sondern sich zu überlegen, wie man strategisch vorgehen kann. Zum Beispiel, wenn es um die Karriere geht, wie gehe ich voran, wie kann ich das am besten handhaben, auch zeitlich oder vielleicht auch, was mein Know-how betrifft. Privat kann es darum gehen, Probleme in Beziehungen zu lösen, miteinander zu sprechen, beziehungsweise jemanden um Rat zu fragen, wie ich das am besten regeln kann. Und da solltest du vielleicht ganz intensiv zuhören und dir das aber in Ruhe überlegen. Denn die Sorgen und Nöte sind vielleicht ganz unbegründet, beziehungsweise kann es auch sein, dass du ein bisschen zu viel in deine Richtung gehst und vielleicht auch ein Stück weit zu wenig die anderen Blickwinkel siehst. Das kann aber sein, dass dir diese Person das irgendwie auch erklärt oder möglich macht, über den Tellerrand zu blicken. Das kann sehr hilfreich sein. Ich wünsche dir einen schönen Tag, viel Erfolg und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind heute bei Donnerstag, 19. Januar 2023, Sonne, Merkur, Pluto im Steinbock wie gehabt. Der Mond ist bis heute Abend 7:45 etwa im Schützen und wechselt dann in den Steinbock. Da haben wir noch mehr Erdenergie-Pragmatismus. Der Mars ist in deinem Zeichen und pusht dich nach vorne, genauso wie der Jupiter im Widder. Bitte mach da keine zu vielen Dinge oder ich sag mal, versprich, dass du dieses oder jenes alles machen wirst. Bleibe auf dem Teppich, schau dir erstmal an, was du überhaupt managen kannst, was geht, was deine Kräfte nicht übersteigt. Also Selbstbeschätzung wäre jetzt nicht so gut. Wir haben auch die Venus im Wassermann, was so ein bisschen eigenwillig auch in Beziehungen macht, aber du möchtest parallel, dass es allen gut geht. Okay, das kann schon mal ein bisschen konfliktbehaftet sein und Neptun ist in den Fischen und kann auch so ein bisschen Idealisierung bedeuten. Wir schauen mal. Wir haben Disziplin. Das ist schon mal sehr gut, dass du dich selbst auch ein Stück weit disziplinierst, was den Job, die Arbeit oder das, was gerade anliegt, betrifft. Der Turm. Etwas aus der Welt schaffen, etwas bereinigen, beseitigen, sich vielleicht auch von zu vielen Verpflichtungen lösen. Als Zwilling ist das für dich schwierig, weil du so vielseitig interessiert bist und bei allem gerne dabei bist, was ich auch gut verstehe, ist ja auch schön. Aber es ist jetzt ausgesprochen wichtig, seine Kräfte nicht zu verplempern. Das war es vorher schon, aber auch wenn du jetzt neue Energie spürst, solltest du eben diese gezielt einsetzen und nicht verplempern. Wir haben da auch das Ass der Schwerter Erkenntnisse. Das heißt, über den Weg Unliebsames oder Überflüssiges wegzubekommen, bekommst du auch einen Blick dafür, wo die Richtung hingehen soll. Erkenntnisse, Wissen, Know-how, was du wissen musst, um das zu tun, was du machen möchtest. Ja? Also vielleicht auch, wo da noch irgendwelche Dinge fehlen und so. Du machst Platz für Neues. Also du überlegst dir jetzt ganz gezielt, was du nicht mehr brauchst. Du gehst deinen Pflichten nach und dann schaffst du neuen Raum für neue Dinge. Und ich glaube, dass dich das auch ein Stück weit beflügelt. Ich bin gespannt, wünsche dir natürlich einen tollen Tag und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind heute bei Donnerstag, 19. Januar 2023. Sonne, Merkur und Pluto im Steinbock. Zum Glück nichts davon rückläufig. Wir haben den Mond im Schützen. Ja, so ein bisschen Weltverbesserungsstimmung. Wir haben die Venus im Wassermann. Auch so ein bisschen, ja, für die Gemeinschaft. Aber auch so ein bisschen, ja, sich selbst verwirklichen ist drin. Ja, wir haben Mars in den Zwillingen, kann ein bisschen für Stress sorgen oder dass viele Leute kommunizieren, miteinander sprechen oder das Telefon nicht stillsteht. Das sind so Dinge, wo du dich nicht aus der Ruhe bringen lassen solltest. Wir haben ganz viel Erdenergie und der Mond wechselt auch heute Abend in den Steinbock. Auch da ist Ruhe, Verlässlichkeit und langfristige Ziele sind da drin. Schauen wir uns mal an, was wir für den Krebs so haben. Die Dinge beobachten, dein Umfeld beobachten, wie sich die Dinge entwickeln oder wie die Leute sich verhalten. Verantwortung übernehmen für das, was du wirklich willst, du persönlich, ja, unabhängig von anderen und dich darum liebevoll kümmern.
So, das kann dein Hobby sein, das kann vielleicht auch, ich sag jetzt mal, Familie sein oder Fürsorge für andere, miteinander, vielleicht auch beruflich, karrieremäßig durchstarten und so weiter. Und heute ist so ein Tag, wo du gar nicht so viel machst, du beobachtest mehr und kümmerst dich liebevoll um deine eigenen Bedürfnisse, um das, was du ganz persönlich brauchst, auch innerhalb der Gesellschaft oder in deinem Kreis von Freunden oder von Leuten, die dich umgeben. Wichtig dabei ist, dass du Verantwortung übernimmst und sagst, wenn ich das wirklich machen will, wenn ich etwas für mich machen will, dann muss ich dazu auch stehen und dann muss ich das gegebenenfalls den anderen auch mitteilen. Ja, und ich muss dann natürlich meine Intuition verwenden, wann ich das wann wie, bei welcher Gelegenheit vielleicht auch rüberbringe. Denn ich möchte zum Beispiel meine Freunde nicht verlieren, aber ich möchte, dass sie verstehen, warum ich jetzt diesen oder jenen Weg einschlage. Denn du bist mit Uranus im Stier auch dazu aufgefordert, weiterhin deinen Weg weiter zu verfolgen und dich auch so ein kleines bisschen zu lösen. Das heißt nicht, dass du andere Leute verlierst oder so. Es bedeutet einfach, dass du dich ein Stück weit mehr zu dir hin bewegst. Naja, schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Donnerstag und sage bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind heute bei Donnerstag, 19. Januar 2023. Die Sonne, Merkur und Pluto weiterhin im Steinbock. Der Mond befindet sich im Schützen, was natürlich beflügelnd ist für dich. Der wechselt aber heute Abend gegen 7:45 in den Steinbock. Da war noch mehr Erdenergie, Verlässlichkeit langfristig und darum geht es auch. Also nicht kurzfristig den Erfolg zu haben, sondern eben langfristig in allen Bereichen. Wir haben Mars in den Zwillingen. Das kann ganz schön stressig sein oder das kann eben auch viel Kommunikation bedeuten, viele neue Eindrücke möglicherweise. Wir haben die Venus im Wassermann. Da ist man ein bisschen eigenwillig. Man möchte seinen eigenen Träumen und Zielen folgen. Man kann auch ein bisschen egoistisch rüberkommen. Und dann haben wir noch den Jupiter im Widder. Auch da haben wir gute Energie voranzukommen, aber man sollte eben auch so ein bisschen sich auf seine Mitmenschen einstellen. Das befürwortet natürlich auch Neptun in den Fischen. Was haben wir heute für den Löwen? Erfolg, sehr gut. Wir haben 10 der Münzen, Stabilität und Sicherheit in Finanzen wie in Beziehungen und den Gehängten. Du beobachtest, wie sich die Dinge entwickeln und ich glaube, du bist doch soweit ganz zufrieden. Also ich denke mal, der Erfolg stellt sich ein, Stabilität und Sicherheit und du siehst das und du beobachtest vielleicht auch deine Mitmenschen, deine Kollegen, deine Freunde. Und warum bist du dann nicht ganz zufrieden mit den 4 der Kelche? Vielleicht ist es so, dass du zwar erfolgreich bist, aber das, was du möglicherweise tust, nicht so ganz deiner Wunschvorstellung entspricht. Oder vielleicht hast du einfach das Bedürfnis nach etwas anderem mit der Energie auch der Venus im Wassermann. Man sollte natürlich sehr, sehr vorsichtig sein. Bevor man irgendwas beendet oder bevor man sich neuen Dingen zuwendet, muss man erstmal wissen, dass man das auch wirklich hundertprozentig möchte. Dazu ist es wichtig zu wissen, wie fühle ich mich denn, warum fühle ich mich so und was möchte ich gerne tun, ja, wenn ich die Gelegenheit dazu habe und dann eben auch Intellekt und Gefühl in Einklang bringen, damit eben beide auch konform gehen. Du brauchst intuitives Wissen und du brauchst natürlich dein Know-how geistig, ja. Also ich denke mal, dass du dir das wirklich gut überlegen solltest, welcher Schritt der nächste sein soll. Vielleicht willst du auch diesen Erfolg stabilisieren auf lange Sicht, aber da brauchst du ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Also nichts überstürzen. Ich wünsche dir einen schönen Tag und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind heute bei Donnerstag, 19. Januar 2023. Sonne, Merkur und Pluto im Steinbock. Sehr gut für dich, unterstützt dich. Erdenergie, der Mond ist aber im Schützen. Das macht zwar optimistisch, ist aber so ein bisschen, ja, sagen wir mal, ein bisschen unzuverlässig, ja. Also man sollte nicht alles glauben, was man hört und man sollte auch nicht, ja, ich sag jetzt mal, zu viel erzählen zum Beispiel. Wir haben den Mars in den Zwillingen, das hat auch mit Kommunikation zu tun. Man könnte sich auch überfordern zum Beispiel, sich zu viel zumuten, zutrauen, wie auch immer. Das solltest du lieber bleiben lassen. Erdenergie ist ja genug da, denn der Mond wechselt auch um 7:45 in den Steinbock.
Ja, Mars in den Zwillingen macht ein bisschen nervös, fahrig und vielleicht überfordert, wie gesagt. Es kann viel los sein. Macht dir dabei keinen Stress. Die Venus ist im Wassermann, da ist man auch ein bisschen eigensinnig, und Jupiter im Widder. Hinzu kommt natürlich Neptun in den Fischen. Also man sieht nicht so deutlich, was jetzt Realität ist und was vielleicht nur erzählt wird. Wir schauen mal, was wir für dich haben. Wir haben die Kommunikation, Gespräche, Austausch. Wir haben die 5 der Schwerter. Das kann auch Kritik sein. Es kann konstruktive Kritik sein oder etwas, wo man diskutiert. Ja, es muss nicht unbedingt Streit sein. Und da hat jeder so seinen Standpunkt, die 7 der Stäbe. Jeder kann ja seine Meinung vertreten, kann ja andere Impulse haben, andere Einstellungen oder Vorstellungen, wie etwas zu sein hat. Solange das konstruktiv ist, alles in Ordnung, ja. Man sollte aber immer, sagen wir mal, wie gesagt, auf einer sachlichen Ebene das handhaben. Also nicht jetzt in Stress geraten. Wir haben nämlich die Krebsenergie, der Wagen. Diese konstruktive Kritik, dieser Austausch kann sehr förderlich sein. Also es das heißt nicht, dass du Kritik üben sollst jetzt heute unbedingt, um kreativ voranzukommen. Es kann auch sein, dass jemand Kritik an dir übt. Aber indem man sich über eine bestimmte Sache, sei es im Job, privat, wie auch immer, auseinandersetzt und jeder so seinen Standpunkt vertritt, dann würde ich sagen, ist das erfolgreich. Ja, also wenn man offen ist dafür, man sagt, mir ist die Sache wichtig, ich möchte das klären und ich bin nicht darauf bedacht, jetzt jemanden zu kränken oder jemandem zu nahe zu treten, läuft das wie geschmiert. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind bei Donnerstag, 19. Januar 2023. Sonne, Merkur, Pluto, wie gehabt, im Steinbock. Der Mond befindet sich im Schützen, beflügelt dich auch, allerdings nur bis circa 7:45, dann wechselt auch der Mond in den Steinbock. Wir haben Mars in den Zwillingen, auch das pusht dich nach vorne, vorsichtig damit. Wir haben die Venus im Wassermann, auch so super Energie für dich als Luftzeichen. Wir haben auch Jupiter im Widder. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen. Die Energie, die wir hatten mit Merkur rückläufig, müssen wir ein klein wenig beibehalten. Die Kommunikation läuft gut, aber wir dürfen nicht zu forsch vorangehen. Einfach, um die Dinge gut zu überlegen. Wir brauchen in diesem Jahr ein bisschen mehr, naja, gute Überlegung, gute Planung, gute Vorbereitung. Ja, sonst funktioniert das alles nicht. Es kann auch sein, dass du mit der Marsenergie in den Zwillingen ein bisschen nervös, fahrig und unkonzentriert bist. Auch da solltest du darauf achten, dass das nicht möglichst der Fall ist. Was haben wir für die Waage? Ein Neuanfang. Der Narr, unbelastet und frei. Die Verantwortung, der Herrscher. Und die Information, Austausch. Es ist wichtig, dass du in erster Linie Verantwortung für dich selbst übernimmst. Was du möchtest, wo du hin willst. Du kannst dich anpassen, du kannst mit anderen gut Freund sein, aber du solltest immer im Blick haben, wo du wirklich hin möchtest. Auch heute vor allen Dingen. Wenn du einen Neuanfang planst, dann solltest du erstmal eruieren, was geht, was ist möglich, was ist machbar und wie sollte ich das machen. Und hier haben wir das Ass der Schwerter. Es geht darum, sich dieses Know-how anzueignen, damit man wirklich dorthin kommt, wo man eigentlich hin möchte. Wenn man jetzt so einfach drauf losstolpert und sich nicht überlegt, dass man zum Beispiel jemanden mit berücksichtigen muss oder so, hat man schon jemanden, der vornüberfällt, weil er nicht eingeweiht war, nicht mitgemacht hat und so weiter. Solche Dinge sollte man in diesem Jahr ganz besonders gut beachten. Und wenn du das tust, dann wirst du auch deine Ziele erreichen, aber du brauchst Geduld und einen langen Atem, denn die Verantwortung liegt in dem Fall jetzt bei dir. Ich bin gespannt, wünsche dir natürlich viel Erfolg und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind bei Donnerstag, 19. Januar 2023. Sonne, Merkur, Pluto, wie gehabt, im Steinbock. Der Mond befindet sich im Schützen, allerdings nur bis circa 7:45. Dann wechselt der Mond auch in den Steinbock. Ja, wir haben momentan eine sehr erdgebundene Energie, was auch gut ist. Man soll also nichts überstürzen. Jupiter ist im Widder und macht gegebenenfalls eigensinnig, stolz natürlich und vielleicht auch, naja, ich sage jetzt mal ein bisschen egoistisch. Dazu trägt die Venus im Wassermann auch bei. Da sollte man ein bisschen aufpassen. Und mit der Erdenergie und Pluto
möchte man auch was erreichen und sich durchsetzen. Ja, aber man möchte sich natürlich auch nicht alle Menschen, die einem vielleicht auch noch wichtig sind oder nützlich sein könnten, verprellen. Da muss man so einen gewissen, ja, eine gewisse Sensitivität an den Tag legen. Wir haben ja auch noch Mars in den Zwillingen. Das kann für Nervosität sorgen. Das kann für viel Action sorgen im Umfeld. Da muss man auch ein bisschen achtsam sein. Schauen wir mal, was wir für den Skorpion haben. Die Dinge laufen gut. Herrscherin, alles läuft so wie geplant. Erdenergie, sehr gut. Das bedeutet, auf dem Teppich bleiben. Nicht zu viel erwarten. Nicht jetzt alles auf einmal. Ganz wichtig, sich nicht nervös machen lassen. Schön behutsam vorgehen, aber kontinuierlich. Wir haben die 10 der Stäbe. Bedeutet, man hat noch einiges zu tun. Man ist noch nicht da, wo man hin möchte. Und vielleicht gibt es auch ein paar Verpflichtungen, denen man nachkommen muss. Okay, das ist man aber mit dieser Energie auch gewohnt. Und wir haben die 10 der Münzen. Stabilität und Sicherheit kommt durch kontinuierliches Weiterentwickeln, daran arbeiten. Ich denke, auch in Beziehungen ist es wichtig, dass man eben gemeinsam am gleichen Strang zieht. Und das geht halt eben nur durch Kommunikation, durch Austausch miteinander. Das läuft, lieber Skorpion, sehr gut. Bleib dabei, lass dich nicht beirren, lass dich nicht nervös machen oder, ja, ich sag mal, fordere dir auch nicht zu viel ab. Wichtig ist, dass die Dinge gut überlegt sind. Das ist die halbe Miete für den Erfolg. Hier, wie gesagt, es geht noch etwas langsam, aber es geht voran. Viel Erfolg und bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind bei Donnerstag, 19. Januar 2023. Sonne, Merkur, Pluto im Steinbock, Erdenergie auf dem Teppich bleiben. Der Mond ist in deinem Zeichen, kann natürlich dafür sorgen, dass du ein bisschen über die Stränge schlägst oder ein bisschen zu optimistisch bist. Das kann auch mit Jupiter im Widder passieren. Wir haben aber auch Neptun in den Fischen und da kann dir dein Gefühl oder dein Eindruck auch mal einen Streich spielen. Die Venus befindet sich im Wassermann, macht eigenwillig und manchmal auch ein bisschen egoistisch. Aber es geht eigentlich darum, dass es allen gut geht, auch gerade mit der Wassermann-Energie. Mars ist in den Zwillingen natürlich nicht mehr rückläufig, aber sorgt dafür, dass ziemlich viel los ist. Das gefällt dir eigentlich ganz gut, aber denk dran, schön überlegen, nicht zu überstürzen, nicht zu hastig vorgehen. Ab 7:45 geht der Mond, wie gesagt, in den Steinbock, dann haben wir noch mehr Erdenergie und das zeigt eben auch, dass man langsam machen soll. Wir haben den Magier, tolle Ideen, ja, Manifestation, das Gericht, beurteilen, was jetzt geht, was jetzt wichtig ist, was möglich ist und dann riskieren. Also bevor man sich kein Urteil über die Sache, über die Ideen, über das, was man vorhat, gebildet hatte, sollte man auch nichts riskieren, ja. Ist einfach so, man möchte die Dinge möglichst spielerisch. Jupiter unterstützt natürlich, aber die Erdenergie sagt, du musst das auf Wahrheitsgehalt prüfen oder du musst das auf ja, langfristige Ergebnisse prüfen zum Beispiel. Wir haben hier die 5 der Stäbe. Das ist Nervosität, das ist Unkonzentriertheit, das ist möglicherweise auch Wettbewerb. Man hat Angst, andere nehmen einem was weg oder stehen mit dir in Konkurrenz. Das mag ja auch so sein, aber das Wichtigste ist nicht die Konkurrenz, sondern dass du als Schütze mit den Dingen eben sehr sachlich, sehr pragmatisch umgehst und eben nur das riskierst, was du auch riskieren solltest, also was dir nicht wehtut, wenn es schief geht. Die Ideen bleiben ja, die werden nur vielleicht auf einen anderen Zeitpunkt verschoben. Also mach dir darüber bitte keine Gedanken. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind bei Donnerstag, 19. Januar 2023. Sonne, Merkur, Pluto in deinem Zeichen. Sehr schön, viel Energie, aber bitte nicht unter Selbstüberschätzung leiden. Der Mond ist im Schützen, das ist optimistisch, auch manchmal ein bisschen vorlaut, aber eben auch positiv. Wir haben dann ab 7:45 auch den Mond im Steinbock. Dahinter fragt man alles und ich sag mal, es ist gut, auch nicht zu hastig vorzugehen, aber eben auch nicht zu stur. Dafür könnten nämlich Jupiter im Widder sorgen, aber auch die Venus im Wassermann, wo man so ein bisschen ja, die Selbstverwirklichung sieht und vielleicht zu wenig auf andere achtet. Mars ist in den Zwillingen, sorgt für eine Menge Unruhe, kann für eine Menge Tohuwabohu sorgen, auch für Nervosität oder dass man sich zu viel vornimmt. Sei da bitte auf der Hut. Achte auf dich selbst, gefühlsmäßig genauso wie intellektuell. Es geht darum,
alles mit zu berücksichtigen. So, was haben wir heute für den Steinbock? Zurückhaltung, auch im verbalen Bereich. Fokussierung auf das, was du erreichen willst. Und das Gericht, die Dinge nach Faktenlage beurteilen und nicht, wie man sie gerne hätte, sondern wie es nun mal ist. Man sollte eben, wie gesagt, sich so ein bisschen auf eine Sache, denke ich mal, konzentrieren und vielleicht auch nicht zu viel reden. Oder vielleicht ist die zwei der Schwerter auch diese Zurückhaltung, die du an den Tag legen solltest, dass du dich selbst nicht überforderst oder zu viel machen willst. Das Gericht bedeutet, was ist jetzt angebracht, was ist adäquat, sowohl für deine Arbeit als auch für deine Ruhephase. Dazu kommt das Abwägen der Prioritäten. Das kannst du natürlich, ja. Aber vielleicht kann sich auch im Laufe des Tages oder so diese Priorität verschieben, weil irgendwas eiliger wird oder so. Das sollte dich gar nicht aus der Ruhe bringen. Es ist halt manchmal so, dass sich Dinge dann in den Vordergrund schieben. Du hast das im Griff und du solltest, wie gesagt, nicht zu viel erzählen. Du solltest vielleicht auch nicht zu viel auf andere hören. Wir haben Neptun in den Fischen, was ja auch sensitiv ist, aber eben auch nicht immer absolut die Wahrheit. Also konzentrierst du dich auf die Fakten, die vor dir liegen und wägst dann ab, welche Priorität zuerst zu erledigen ist. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, lieber Wassermann. Wir sind bei Donnerstag, 19. Januar 2023. Sonne, Merkur, Pluto im Steinbock, Mond im Schützen. Das beflügelt dich, das bringt dich nach vorn, sollte dich aber nicht dazu verleiten, naja, sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Denn auch Jupiter im Widder ist so ein bisschen unterstützend für dich, dich durchzusetzen. Pluto auch natürlich. Aber bitte bleib auf dem Teppich, das ist wichtig. Wir haben auch Mars in den Zwillingen. Auch da kann man sich verzetteln, sich zu viel vornehmen oder auch zu viel versprechen. Venus ist in deinem Zeichen, was natürlich das Privatleben nach vorne bringt. Und wenn du da was verpassen solltest, wäre es echt schade, wenn du dich zu sehr zum Beispiel in die Karriere hängst. Schauen wir uns jetzt mal an, was wir an diesem Donnerstag für den Wassermann haben. Intuition, großartig, Bauchgefühl, Sensitivität. Wir haben die Waage-Energie der Gleichberechtigung, der Fairness, der Harmonie, der Diplomatie und wir haben den Neuanfang. Ja, alles super. Alles super, aber man sollte eben nicht alles auf einmal wollen. Das sagt dir auch deine Intuition. Faires Miteinander beinhaltet für mich auch, dass du auf deine Leute achtest. Also wir dabei, ich sag mal, nicht zu kurz kommen. Das ist ja auch in der Venus im Wassermann inbegriffen. Der Neustart ist drin, möglich und machbar. Ausgewogenheit, Gefühl und Intellekt sollten im Einklang liegen. Das heißt, dein Bauchgefühl sagt dir, okay, du legst richtig, lass uns mal machen, lass uns mal ausprobieren. Aber immer schön langsam. Ein Schritt nach dem anderen. Immer mal wieder schauen, bin ich noch in der richtigen Spur? Will ich das so? Fühlt sich das für mich gut an? Oder bin ich vielleicht auch zu weit gegangen? Das sind alles so die Dinge, die du auf deinem Weg heute berücksichtigen solltest. Intuition ist großartig. Bedeutet nämlich, dass man eben auch Stimmungen aufhängt und eben auch weiß, was zu tun ist in Bezug auch auf die Mitmenschen. Ein solides Mittelmaß bringt dich weiter, als wenn du jetzt versuchst, mit aller Kraft dich nach vorn zu drücken. Also bleibe in dir, in deiner inneren Mitte, in deinem inneren Frieden. Geh voran, aber schau dich auch links und rechts um. Wer kreuzt deinen Weg? Wer ist dabei? Und ja, wie sieht's aus? Ich wünsche dir viel Erfolg und sag bis morgen. Herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind bei Donnerstag, 19. Januar 2023. Sonne, Merkur, Pluto im Steinbock, was dich ja auch unterstützt. Wir haben auch nichts mehr rückläufig, Gott sei Dank. Wir haben den Mond im Schützen. Im Quadrat zu den Fischen ist manchmal eben auch, dass man ja vielleicht auch optimistisch ist. Das kann ja nicht schaden, aber man sollte halt nicht übertreiben. So, dann haben wir natürlich Neptun in den Fischen. Wir haben Mars in den Zwillingen und da kann schon viel los sein und da sollte man sich dann natürlich nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn irgend möglich. Die Venus ist im Wassermann, sorgt dafür, dass man sich selbst verwirklichen möchte und kann auch für einen gewissen Egoismus sorgen. Wenn das gesund ist, wenn man so ein bisschen auf sich achtet, ist das okay. Wenn man übertreibt und seine Ellenbogen ausfährt, könnte es schief gehen. Schauen wir uns jetzt mal an, was wir für die Fische am heutigen Donnerstag so haben. Liebevolle, fürsorgliche Energie, finde ich gut.
die Unabhängigkeit, Freiheit, aber auch Selbstfürsorge, ne? Dass man sich um sich kümmert, dass es einem dabei gut geht. Wir haben die Fünf der Kelche, da gibt es was zu bedauern, aber wir haben verschiedene Aspekte, die bei der Fünf der Kelche eine Rolle spielen. Die umgefallene Kelche kann man nicht mehr befüllen, die stehende Kelche kann man verwenden. Man muss sich nur darum kümmern, man muss sich nur rumdrehen, ja. Und die Zwei der Kelche sind ja auch die Gespräche auf Augenhöhe. Also jemand zum Beispiel sagt, ey, tut mir leid, habe ich nicht extra gemacht oder so. Das kann schon sowas sein. Und wichtig ist, dass du eben nicht übertreibst, liebevoll, fürsorglich zu dir selber bist. Du weißt, wie weit du bis hierhin schon gekommen bist. Du wirst auch noch weiterkommen. Aber es gibt Dinge, die kann man nicht ändern. Aber man kann mit den Dingen umgehen. Man kann anders darauf reagieren. Man muss jetzt nicht verzweifeln, sondern sagen, okay, ich arbeite mit dem, was sich mir gerade bietet. Und das bietet mir auch Stabilität und Sicherheit. Also es ist einfach praktisch, ja, es ist eben auch Erdenergie für die Fische, dass du eben auf die Dinge guckst, die jetzt notwendig sind, die Dinge, wo du ja auch mitwirken kannst und natürlich die Akzeptanz der Dinge, auf die du keinen Einfluss hast. Das ist nicht immer einfach, aber sei lieb zu dir, kümmere dich um das, was du hast und womit du arbeiten kannst. Viel Erfolg dabei und bis morgen.